Darf ich Ihnen Ihren Konkurrenten Herrn Zobel vorstellen, mit dem Sie sich einen hoffentlich fairen Kampf um die Königskrone der Confiserie liefern werden? Guten Tag. Frag mich. Hallo. Hallo. Guten Abend, Herr Seifert. Guten Abend. Wir sind ja klar, ne? Ich habe dir meine Vorschläge hingelegt. Und? Hast du schon mal reingeschaut? Nein. Ich habe sie unserem neuen Restaurantleiter gegeben und der sagt dir, was er davon hält. Der neue Restaurantleiter? Ja, er ist eben gegangen. Ich habe Alexander vom ersten Augenblick an geliebt und ich liebe ihn immer noch. Und es hört auch nicht auf. Ich liebe dich auch, es ist nur anders. Es ist ich kann nichts dagegen tun, es tut mir leid. Alexander, was machst du denn? Was machst du mit dem Sprühlack? Du willst, dass ich verliere, ja? Damit ich hier bleibe, sag mal. Ich glaube, bitte. Wieso tust du mir sowas an? Wieso bist du denn so gemein? Das ist doch Quatsch. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Laura, ich kann nichts dafür. Diese Flasche ist nicht von mir. Du hast sie da hinten aus dem Schrank geholt? Nein. Alexander, ich darf keine künstlichen Hilfsmittel benutzen. Ich werde sonst disqualifiziert. Aber das weiß ich doch. Diese Flasche lag auf dem Boden. Ich habe sie nur aufgehoben. Wie soll sie denn da hingekommen sein? Ich bin hier die Einzige, die diesen verdammten Lack benutzt. Ich habe Geräusche gehört. Ich war draußen und ich habe Lärm gehört. Und deswegen bin ich reingekommen. Hier muss jemand gewesen sein. Glaubst du, so hältst du mich im Fürstenhof, ja? Du hast ja sogar noch zugegeben, dass du dir wünschst, dass ich verliere. Laura, das ist nicht wahr. Das habe ich Dein so nicht... Dein beschissenes Ego ist dir wichtiger als meine Zukunft, Nein, ja? Bitte, Laura, ich war das nicht. Bitte. Hau ab. Raus hier. Laura, du kennst mich. Du kennst mich! Ich tue doch sowas nicht! Entschuldigung, habe ich Ihnen wehgetan? Kein Problem. Ich war alles in Ordnung, würde ich Ihnen sagen. Ruhig, ganz, ganz ruhig. Es bringt jetzt nichts, hysterisch zu sein. Reiß dich zusammen. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Tanja würde sagen, er hat das aus Liebe gemacht. Ja. Vielleicht hat er den Lack ja schon benutzt. Nee, Gott sei Dank. Das mit der Figur ist ja auch schon schlimm genug. Aber du hältst mich nicht auf, Alexander Saalfeld. Ich mache einen neuen Bräutigam und der wird noch viel, viel schöner als der alte. Wieso arbeite eigentlich ausgerechnet ich an einer Hochzeitstorte? Vielleicht bin ich ohne Männer einfach besser dran. Es gibt doch nun wirklich Wichtigeres. Dich zum Beispiel. Du bist wichtig. Sonst gar nichts.
Wenn ich den Typ in die Finger kriege, der das gemacht hat. Meinst du, es war wirklich jemand in meiner Küche? Na klar, ich hab's doch gehört. Ich hab gehört, wie die Flasche hingefallen ist und ich hab gehört, wie die Tür zugeknallt wurde. Und wer sollte das bitte schön sein? Glaubst du mir nicht? Wer weiß denn überhaupt im Fürstenhof von diesem Wettbewerb und der Stelle? Und ja. Wer will nicht, dass Laura geht? Gregor. Meinst du wirklich, der ist so bescheuert? Na klar, er liebt sie genauso wie ich, also. Und wer verliebt ist, der tickt nicht richtig. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dass Laura mir sowas überhaupt zutraut, ja? Wenn sie mich wirklich lieben würde, dann wüsste sie, dass ich sowas nicht mache. Weißt du, was die Liebe wirklich kaputt macht? Das sind diese ewigen Spekulationen. Alles, was ihr euch so in eurem Oberstübchen zurechtlegt. Warum hat sie das gesagt? Und warum hat sie jenes gesagt? Und wenn sie das gemeint hat, warum hat sie das andere gesagt mit so einer komischen Betonung? Du wirst leicht reden. Ja, ist doch wahr. Red einfach mit ihr. Diesen Tipp kannst du dir sparen, echt. Ja, und warum bist du dann hier? Willst du mir beim Joggen zusehen? Soll ich Babysitter spielen? Weißt du was, dieses Ding mit dir und Laura, das geht mir langsam wirklich auf die Nerven. Kriegt eure Kiste endlich auf die Reihe oder lasst einfach bleiben. Morgen. Morgen, Helen. Ist alles okay bei dir? Ich habe schlecht geschlafen. Mein erster Termin ist in ein paar Minuten. Wenn du noch Lust auf einen Kaffee hast, dann... Ich will keinen Kaffee. Ich will schlafen. Ich will jetzt morgen wieder aufwachen. Oder übermorgen. Oder nächste Woche. Mein kleines Turnhäuschen. Ja, das wär's jetzt. 100 Jahre Schlaf. Das wäre genau das Richtige für mich. Dann ist Laura also bei ihrer Entscheidung geblieben. Laura, wer ist das? Die Frau gibt's nicht mehr in meinem Leben. Sie hat sich jetzt doch für Alexander entschieden. Ach, Gregor. Ich bin so nicht gehen lassen. Wirklich? Ja, kennst mich doch. Von deinen Frauen? Meine Schwester, ich soll sie gleich anrufen. Geht's deinem Papa schon besser? Sein Zustand hat sich wohl verschlechtert. Marie! Wartet doch mal, ihr beiden! Na? Hallo, Mama. Hallo. Guten Morgen. Ist irgendwas? Habt ihr euch gestritten? Ich gehe schon mal vor, dann kann ich noch anrufen, bevor der Dienst anfängt, ja? Du hast doch was. Aber nicht wegen Xaver. Sondern? Bist du frisch verliebt? Nein, Mama. Bist du krank? Da geht irgendwas rum? Nein. Mein Gott, jetzt lass dir doch nicht alles mit Angelhaken aus der Nase ziehen. Sag's doch freiwillig. Ich habe mich so angestrengt, ein Konzept ausgearbeitet, mir Gedanken gemacht. Ich habe wirklich geglaubt, Robert würde mir zutrauen, Restaurantleiterin zu werden. Und jetzt? Jetzt hat er mir so einen Schnösel vor die Nase gesetzt. Felix Tarsch. Kennst du ihn? Du hast davon gewusst. Ich glaube einfach nicht, dass er das gemacht hat. Weißt du, wenn Alexander sich wirklich an Lauras Kunstwerk vergriffen haben soll, dann nur, weil er vor Liebe schon völlig verrückt geworden ist. Ach so, ja, das kann ich verstehen. Ich bin ja auch verrückt nach dir. Mhm. Ich meine das ernst, Schatz. Nein, wirklich. Ich sag dir, Männer machen wirklich dumme Sachen, wenn sie eine Frau wirklich lieben. Schau mich an. Ja, aber Alexander, mach sowas nicht. Jetzt überleg doch mal. Der war die ganze Zeit so bemüht, Laura zu helfen. Jetzt soll sie ihren Rücken fallen? Ach komm, das passt gar nicht zusammen. Du, was wissen wir denn schon, was sich in Alexanders Kopf abspielt, hm? Magst du einen Kaffee? Espresso hätte ich gern. Ich auch, bitte. Okay. Okay, mal andersrum. Mhm. Wer könnte denn ein Motiv haben, sich im Morgengrauen in die Küche zu schleichen
um Lauras Kunstwerk zu sabotieren. Eben, keiner. Ja, das ist in guten Krimis auch so, dass es dann einer ist, der bei keinem auf der Rechnung stand. Schatz, das ist die Realität. Schatz, und kein Krimi. Lass mich in Ruhe. Ja, die Realität ist sowieso, dass wir uns jetzt umziehen sollten und arbeiten und so, ne? Nein. Doch. Wir können noch ganz in Ruhe unseren Espresso hier austrinken. Nicht wahr, Miss Marple? Nur wenn du mich küsst. Aber wie kann sie denn sowas glauben? Sie haben mich mit dieser Sprühflasche in der Hand gesehen, mitten in der Küche. Dieser Vorwurf ist doch absurd, das muss Laura auch glauben. Laura glaubt, dass ich alles unternehmen würde, um sie hier zu behalten. Ja, aber sie müsste dich eigentlich besser kennen. Soll ich einmal mit ihr reden? Ach, nein. Der Verdacht kann doch nicht einfach so im Raum stehen bleiben. Das ist sehr lieb von dir, wirklich, aber das muss ich schon selber regeln. Also gut, jetzt, du warst es nicht. Aber wer ist dann dieser Saboteur? Gregor fällt mir da ein, aber ich glaube nicht, dass er sowas macht. Das glaube ich auch nicht. Vor allem, wer hat ein Interesse daran, Lauras Kreation zu zerstören? Und wer weiß, was man mit so einem Sprühkleber überhaupt anfangen kann? Ha? Ihr Konkurrent. Dieser Zobel, genau. Obwohl, es ist ein gestandener Konfesseur. Ich glaube nicht, dass er sowas macht. Hat er nicht nötig. Ja, aber besonders sympathisch ist er nicht. Ja. Ach. Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend, Herr Zobel. Und? Na? Wie kommen Sie voran mit Ihrer Kreation? Ach, ganz wunderbar. Besser, als Sie sich vorstellen können. Scheinen sich ja ziemlich siegesicher zu sein. Nun ja, man muss nur zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Mit der richtigen Idee. Sie waren das. Bitte? Sie haben Lauras Kreation zerstört. Seien Sie vorsichtig mit derart lächerlichen und unhaltbaren Anschuldigungen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Die wollte ihn gar nicht kennenlernen. Und die hatte Angst, berechtigte Angst, wie man jetzt weiß. Denn als es dann so weit kam, da hatte sie total abgelehnt. Kein Wunder, wenn die Mutter ihn weggegeben hat. Ja, hör mal, du, die war ein ganz junges Ding. Erst 16. Und aus dem behüteten Elternhaus rausgeschmissen. Die hatte doch überhaupt gar keine andere Wahl. Marie. Ich habe ja nicht gewusst, dass du dich für den Job vom Restaurantleiter interessierst. Aber guck mal, für Felix und Elisabeth ist das die erste Chance, dass die überhaupt mal aufeinander zugehen. Könnte das vielleicht deinen Frust ein bisschen erleichtern? Wieso eigentlich immer ich? Ich verstehe dich ja. Du verstehst mich eben nicht. Immer soll ich auf alle Rücksicht nehmen. Und ich? Ich bin allen egal. Immer sind alle wichtiger als ich. Diesmal sind es dieser Felix und Elisabeth. Und weißt warum? Weil mir sowieso keiner was zutraut. Marie, das ist nicht wahr. Lass mich doch alle in Ruhe. Er war es ganz bestimmt, das weiß ich. Aber wir haben keine Beweise. Sieht doch ein Blinder. Also ich habe ziemlich gute Augen, aber so offensichtlich, wie du tust, ist es nicht. Auch wenn ich's auch glaub. Ja, ich weiß. Steht sein Wort gegen meins. Aber du hast ihn in der Küche nicht gesehen, oder? Nein, aber ich habe ihn gehört. Wie zum Teufel können wir beweisen, dass er's war? Dieser abgebrochene Bräutigam. Vielleicht hat er den noch. Ach Quatsch, den hat er doch längst ins Gebüsch geschmissen. Wegen dieses bescheuerten Missverständnisses soll ich Laura jetzt verlieren? Die beruhigt sich schon wieder. Ja, aber dann ist es zu spät. Sie rennt doch jetzt zu Gregor. Das ist doch gar nicht gesagt. Ja, wenn Frauen wütend werden, sind sie eine Naturkatastrophe. Das weiß ich von Hildegard. Aber das Unwetter verzieht sich auch irgendwann wieder. Dass Laura mir so eine Tat überhaupt zutraut, das beweist doch, dass ich bei ihr keine Chance mehr habe. Ach, Alexander. Ach, Alfons, es ist doch so. Wirklich. Man muss wissen, wann man verloren hat. Ich gehe nicht zu dieser Veranstaltung. Ach, die Flinte ins Korn werfen. Du. Jetzt. Das Beste wird sein, wenn ich erstmal von der Bildfläche verschwinde. Morgen, ihr zwei. Morgen. Moment. Bitte nimm doch Platz. Womit habe ich denn diesen Service verdient? Wir haben da eine freudige Überraschung, die dich interessieren dürfte. Ich habe einen neuen Restaurantleiter eingestellt. Felix? Im Ernst? Ja,
Er hat die nötige Qualifikation, er hat Klasse und außerdem ist er mein Cousin. Ich dachte, er will hier nicht arbeiten. Meinetwegen. Er hat sich's anders überlegt. Heißt das, er lehnt mich nicht mehr ab? Das heißt, dass es ein verlockendes Angebot war. Er weiß, dass er mir jeden Tag über den Weg läuft. Das ist schon eine Entscheidung. Über kurz oder lang wird er sicher bereit sein, sich mit dir auseinanderzusetzen. Da bin ich mir sicher. Milch? Ja, nein. Ich glaube, ich brauche jetzt ein bisschen frische Luft. War das nicht etwas zu optimistisch? Wieso? Weil sie sich jetzt vielleicht falsche Hoffnung macht? Eine Hoffnung ist nichts Falsches. Und wenn sie enttäuscht wird? Felix wollte es zwar nicht zugeben, aber ich glaube, dass er den Job auch wegen Elisabeth angenommen hat. Ich fände das auch schön, aber ich fürchte, du irrst dich. Ich glaube, dass eine Bande zwischen Mutter und Sohn stärker ist als jedes Schicksal und dass sie nicht einfach so zerschlagen werden kann. Küss mich. Wie sieht denn das schon wieder aus? Die Gatte Alexander ist so traurig, das ist nicht zum Anschauen. Würdest du vielleicht gelegentlich mal wieder an deine Tochter denken? Warum? Was ist mit der Marie? Es geht ihr nicht gut. Und wieso nicht? Marie hat auf den Posten des Restaurantleiters spekuliert. Die Marie? Ja. Und es ist nichts geworden und jetzt ist sie am Boden zerstört. Ja. Ich wäre auch gern von Anfang an Empfangschef gewesen, aber solche Dinge brauchen halt noch mal ihre Zeit. Hallo. Ich glaube nicht, dass du ihr mit solchen Sprüchen im Moment weiterhelfen kannst. Ja, also die Erfahrung für den Posten des Restaurantleiters hat sie ja nun wirklich nicht, oder? Ach, und wieso nicht? Ach, Hildegard, jetzt bleib aber mal auf dem Boden und hör auf mit dem Gezupfe, das macht der Gärtner. Die Marie ist ein junges Mädel. Die hat doch aber eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ja, als Einzelhandelskauffrau. Du, die hat in so vielen Abteilungen hier im Haus gearbeitet. Die kennt sich bestens aus. Ja, dann denk bitte an den Versuch als Pressefrau. Der ist ja wohl gründlich in die Hose gegangen, oder? Ja, da kann doch Marie nichts dafür. Immerhin war sie in Marbella die rechte Hand der Geschäftsleitung. Wie sprichst denn du überhaupt von deiner Tochter? Ich will ihr einfach nur eine Blamage ersparen. Weißt du, was sie gesagt hat? Wir trauen ihr nichts zu. Die kommt sich schon langsam vor wie eine Tochter zweiter Klasse. Das hat sie gesagt. Siehst du? Genau so habe ich auch geguckt. Oh, das sieht ja aus wie eine Schlucht. Das kann ich aber so nicht abliefern. Das sind ja Alexander und ich. Oder Gregor und ich. Kann das Leben nicht einmal einfach sein? Warum können sich zwei Menschen nicht einfach finden und dann bis an ihr Lebensende glücklich sein? Vielleicht übertreibe ich jetzt auch einfach mit meiner Interpretation. Das ist einfach nur ein Brautpaar auf einer Torte. Aber der Bräutigam ist echt viel, viel schöner als vorher. Hoffentlich gefällt's Lamont. Bist du? Komm, wir müssen. Was müssen wir? Lamont ist gleich da. Wir wollten ihn gemeinsam empfangen. Ach, mach du das bitte, ja. Ist dir nicht gut? Ich will einfach nicht. Lamont wird das als unhöflich empfinden. Ach, komm. Sag ihm, ich hätte eine Migräne oder einen Termin in München oder irgendwas, einen Fuß verstaucht. Lass dir was einfallen. Alexander, was ist los? Ich habe meine Gründe. Gute Gründe. Also lass mich einfach ein bisschen in Frieden. Wie du willst. Alexander, wenn es wegen Laura ist, lass mich dir eins sagen. Es war damals nicht leicht für mich, deine Mutter zu erobern.
Die schöne Tochter aus gutem Hause und der Flüchtling aus dem Osten. Ich habe mich mächtig ins Zeug legen müssen. Also am Anfang sah es auch nicht gut aus. Aber ich habe gekämpft und gewonnen. Die Frau deines Lebens triffst du nur einmal. Und wenn du sie gehen lässt, mein Beileid. Denn du wirst sie niemals vergessen können. Laura! Frag mich jetzt bitte nicht, ob ich aufgeregt bin. Das sehe ich dir auch so an. Ich bin total ruhig. Und? Glaubst du, du wirst den Wettkampf gewinnen? Weiß nicht. Ich habe jedenfalls wirklich alles gegeben. Egal, wie es ausgeht, ich werde immer für dich da sein. Mhm. Trotz allem. Ganz anders als Alexander. Nein. Weißt du, was der gemacht hat? Er hat den Bräutigam von meiner Schokoladenkreation abgerissen. Er will, dass ich verliere, dass ich hier bleibe. Bist du sicher, dass er das war? Wer soll es sonst gewesen sein? Ich kam in die Küche und er stand da. Unfassbar, oder? Das verzeihe ich ihm nicht. Auch wenn ich gewinne, ich verzeihe ihm das nicht. Damit ist er zu weit gegangen. Laura. Du hast ihn noch gar nicht gesehen. Komm, ich zeig's dir. Pass auf, Theresa, meine Mittagspause ist gleich vorbei, ja? Ich melde mich dann einfach später bei dir. Grüß Papa ganz lieb, ja? Okay, ciao. Musst du eigentlich die ganze Zeit telefonieren? Hast du irgendein Problem damit? Weißt du, wenn du Stress mit deiner Mutter hast oder irgendwie schlechte Laune, weil du deinen Traumjob dann nicht kriegst, ja, dann heul bitte jemand anderen voll, aber nicht mich. Was habe ich denn gesagt? Das nächste Mal lasse ich ein Diktiergerät mitlaufen. Du hast recht, ich habe mich über meine Mutter geärgert. Sie findet, dass ich mich darüber freuen sollte, dass dieser Felix Restaurantleiter geworden ist. So, das denn, verstehe ich nicht. Weil Elisabeth Saalfeld seine Mutter ist und sie sich nach 30 Jahren wiedergefunden haben. Ja, aber vielleicht hat sie ja recht. Ich meine, für die beiden ist das doch echt ein Riesending. Du bist doch ganz am Anfang. Du hast noch mehrere Chancen. Warte mal ab. Ich will aber nicht mehr warten. In Marbella, da war ich die Assistentin von Lars. Und trotzdem werde ich immer noch unterschätzt. Robert hat nicht mal darüber nachgedacht, mich vorzuschlagen. Aber ich werde es diesem Felix und allen anderen beweisen, dass ich erfahren und professionell genug bin. Ich glaube nicht, dass er so verkehrt ist. Ich meine, du verstehst mich. Marie, weißt du was? Zick dich mal richtig aus, ja? Aber such dir bitte einen anderen Blöden, ich hab darauf nämlich keinen Bock. Schau, den habe ich heute Morgen neu gemacht. Ist viel schöner als der alte. Eigentlich hat Alexander mir sogar einen Gefallen getan. Ich find's hier nicht gut. Doch, ich bin ganz... ist wunderschön geworden. Ich hätte das wirklich nicht gedacht, dass Alexander zu sowas fähig ist. Was ist das? Heute Morgen vorm Hotel bin ich mit so einem Typen zusammengeknallt und dabei hat er das da verloren. Der war so Mitte 30, ungefähr so groß wie ich, hatte braune Haare, teuren Anzug. Zobel! Oh Gott. Dann hat Alexander ja doch nicht gelogen. Also ich muss wieder an die Arbeit, meine Pause ist vorbei. Ich wünsche dir viel Glück, Laura.
Zobel. Alexander hat die Wahrheit gesagt. Oh nein, wie konnte ich auch nur eine Minute glauben, dass ausgerechnet er versuchen würde, meine Arbeit zu sabotieren. Oh nein. Und das Gregor. Das hat ihn jetzt sicher Kraft gekostet, mir das zu sagen. Ich hätte ohne ihn nie begriffen, dass Alexander unschuldig ist. Oh Gott, und ich bin so auf ihn losgegangen. Es ist alles zu viel. Es ist einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich schlafe nicht, ich esse nicht, ich kipp noch mal um. Oh Gott, ich muss mich beeilen, die Präsentation fängt gleich an. Hoffentlich schaffe ich das alles noch. Sie haben mir gleich eine ganze Torte gemacht, Herr Zobel. Erhoffen Sie sich Vorteile dadurch? Auf jeden Fall eine erstklassige Arbeit. Grandios. Vielen Dank. Wo bleibt Laura? Keine Ahnung. Zobel wird schwer zu schlagen sein. Wir können so oder so nur gewinnen. Entweder wird Laura zur Schokokönigin oder... Oder sie bleibt uns zu aller Freude erhalten. Diese Feinheiten, diese Details. Herr Zobel, man merkt sofort, wenn jemand seine Arbeit liebt. Frau Mahler. Wie schön. Nein, nein, das ist mehr als schön. Das ist unglaublich. Superb. Das ist dramatisch. Romantisch. Ich bin hingerissen. Aber das ist doch... Wow. Das ist Kunst. Das gehört auf keine Hochzeitstorte, das gehört in ein Museum. Ja, und ich bin der Kartenabreißer. Herr Lamont, Ihre Braut wird staunen. Aber das ist unglaublich. Aber meine Herrschaften, wir wollen doch nicht vorgreifen. Sie sagen es, Zobel? Versuchen Sie, Herrn Lamont mit Ihren Schwärmereien zu beeinflussen. Dass Sie nicht vor Scham tot umfallen. Bitte? Sie wissen schon. Möge der Bessere gewinnen. Hallo Schatz, du, ich habe gerade aus Versehen einen Brief aufgemacht, der an dich adressiert war. Von wem denn? Von deinem Therapiezentrum. Die Antworten auf deine Anfrage. Sie empfehlen dir, die Therapie fortzusetzen. Und wenn ich will, sogar ambulant hier im Haus. Wir können das Trainingsgerät mieten oder kaufen. Willst du das wirklich zumuten? Wenn die denken, dass es Sinn macht, ja klar, werde ich es versuchen. Aber bisher waren doch deine Versuche alle erfolglos und du warst immer furchtbar enttäuscht. Ich habe gestern Nacht was geträumt. Und zwar war ich mit Robert in einer Kirche auf dem Weg zum Altar. Er sah fantastisch aus, mit Frack und Zylinder. Und erst als wir stehen geblieben sind, vor dem Pfarrer, habe ich gemerkt, dass ich auf gleicher Höhe bin wie er. Ich habe mich nicht getraut, runterzusehen. Dann tastete ich an meinem Bein entlang und da war plötzlich ein Spiegel. Und ich habe uns gesehen, wie wir da standen, nebeneinander. Ich stand auf meinen Füßen. Ich bin weinend aufgewacht, weil das Gefühl so toll war. Schatz, was für ein wunderschöner Traum. Aber eben leider nur ein Traum. Ich fürchte, du musst mit dem Gedanken leben, dass du wahrscheinlich nie wieder laufen kannst. Warum sagst du sowas, wenn es noch Hoffnung gibt? Einfach, um dich vor weiteren Enttäuschungen zu bewahren. Die machen dich kaputt. Die Chance mag vielleicht klein sein, aber Robert gibt mir Kraft. Hoffentlich übernimmst du dich da nicht. Ich bin stärker, als du denkst. Ich bin so stark wie noch nie. Ja, ich weiß. Ja, Herr Lamont, in Ihrer Haut möchte ich jetzt nicht stecken.
Schwierige Entscheidung. Sie ist schwierig, aber letzten Endes doch eindeutig. Herr Zobel, Ihre Kreation stammt aus der Hand eines Meisters. Ich habe selten etwas so Schönes gesehen. Da muss man Ihnen uneingeschränkt gratulieren. Das hier dagegen stellt einen letztlich vor ein Rätsel. Wie kann ein Mensch fähig sein, innerhalb von so kurzer Zeit etwas so Unglaubliches, etwas so Faszinierendes zu kreieren? Ich verneige mich vor Ihrer Kunst, Frau Mahler, und bitte Sie, Chefkreateur meiner Brüsseler Fabrikation zu werden. Ich bin stolz auf dich. Schade, dass Alexander das nicht miterleben kann. Ach, kommen Sie, Zobel, seien Sie nicht traurig. Seien Sie ein guter Verlierer. Ich denke, auch für Sie wird sich in meinem Unternehmen eine gute Stelle finden lassen. Essen wir doch hier zu Abend und überlegen uns was. Sehr gerne. Wann darf ich Sie in Brüssel begrüßen, Frau Mahler? Morgen früh würde mir gut passen. Nur ein Scherz. Können Sie in 2-3 Monaten anfangen? Ich denke, das kriege ich hin, ja. Das freut mich. Tja, wie auf Stichwort. Lassen Sie uns darauf anstoßen. Zum Wohl. Alkohol. Zum Wohl. Auf Sie, Frau Mahler. Und herzlichen Glückwunsch. Danke. Sagen Sie, Herr Seifeld, gerade Wettbewerb. Tja, letztlich alles nur Schokolade. Was? Du hast ja sogar noch zugegeben, dass du dir wünschst, dass ich verliere. Ja, aber das ist nicht wahr. Das habe ich Dein so nicht... Dein beschissenes Ego ist dir wichtiger als meine Zukunft, Nein, ja? Bitte, Laura, ich war das nicht, bitte. Hau ab, raus hier. Laura, du kennst mich. Du sollst mich kennst mich, ich tue doch sowas nicht! Sie haben ja keine Ahnung, was Sie angerichtet haben. Hier geht's um viel mehr als um Schokolade. Du, ist es nicht wunderbar? Er hat heute seinen ersten Arbeitstag. Es freut mich wirklich für dich. Ach, Alfons, jetzt können wir unseren Kindern endlich die Liebe geben, die wir so lange verstecken mussten. Ja, bist du dir mit Felix schon so im Reinen? Ich meine, weil du zuversichtlich bist. Ja, wir haben jetzt die Zeit, die wir brauchen miteinander. Und das ist mehr, als ich je zu hoffen gewagt habe. Ja. Du siehst so skeptisch aus. Nein, es ist nur, ich gönne deinem Sohn wirklich, dass er diesen Job bekommen hat. Aber die Marie ist todtraurig deswegen. Ja, warum denn? Sie hat sich selber Hoffnungen auf diesen Job gemacht. Das tut mir leid, das wusste ich nicht. Ja, ich leider auch nicht. Marie. Was ist? Wir sollten miteinander reden. Worüber? Deine Mutter hat mir erzählt, dass... Papa, ich habe zu tun. Und reden hilft sowieso nicht. Marie, es tut mir leid wegen Felix. Aber es findet sich bestimmt bald eine Stelle, die ihren Fähigkeiten entspricht. Sie sind ja noch so jung. Vielen Dank, aber auf Ihren Rat kann ich gerne verzichten. Marie! Das wollte ich nicht. Ach, du musst dir keine Vorwürfe machen. Das ist nicht deine Schuld. Wenn überhaupt, dann ist es meine. Du hättest ihre Gesichter sehen sollen, als sie ihre Kreation vorgestellt hat. Und dann hatte sie so einen Blumenbogen dran. Sie ist die Schokokönigin. Sie... Was sie da gezaubert hat, ist wirklich unglaublich. Ihr seid so eine Wahnsinnsfamilie. Ja, leider werden wir Laura jetzt verlieren. Brüssel ist doch nicht das Ende der Welt. Nein, das nicht. Aber du weißt, wie viel ich arbeite und was sie dann erst hey, arbeitet. Ich habe auch gute Neuigkeiten. Ja? Ich habe ein Therapiegerät bestellt. Um wieder laufen zu lernen? Ja. Das ist toll. Es ist ein langer, harter Weg mit ungewissem Ausgang. Aber ich werde es versuchen. Ich werde dich unterstützen, wo ich nur kann, das verspreche ich dir. Weißt du noch, der Berg, auf dem wir waren? Eines Tages musst du mich nicht mehr hinauftragen. Da werde ich da selber hinaufsteigen. Hörst du? Auf meinen eigenen Füßen. Ganz ohne Seilbahn. Aber bitte mach dir keinen unnötigen Druck. Du klingst wie meine Mutter. Sie will mir die Therapie ausreden, um mich vor Enttäuschungen zu bewahren. Der Vergleich hinkt. Im Gegensatz zu ihr stehe ich ganz auf deiner Seite. Klar? Wenn das Gerät ankommt,
Hilfst du mir bei der Bedienung und dem ganzen Drum und Dran? Natürlich. Hast du auch die Zeit dafür? Jetzt, wo Herr Tarasch da ist? Ja. Ich kann mir einiges an Arbeit abnehmen. Du bist wunderbar. Ich bin wirklich stolz auf dich, dass du das versuchst. Mama hätte dich so gern kennengelernt. Sie hat so ein liebes Lächeln. So warm. Ja, bitte. Na, gewonnen? Tja, Mensch. Dann herzlichen Glückwunsch. Große Freude, hurra. Alexander? Was ist los, ne? Bist du gekommen, um dich zu verabschieden? Gute Erziehung. Jetzt hör mir doch mal bitte einen Moment zu. Ich bin ganz Ohr. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Und wofür? Dass mein Leben als Scherbenhaufen hinterlässt. Ich weiß jetzt, dass du die Wahrheit gesagt hast. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Es tut dir leid. Wer war's denn? Zobel. Ach. Und woher weißt du das? Durch Gregor. Dem guten Gregor glaubst du und mir nicht. Gregor stand auch nicht mit der Sprühflasche in der Küche. Laura? Hast du eine Ahnung, woraus Liebe hauptsächlich besteht? Aus Vertrauen. Vertrauen. Guten Abend, Herr Zobel. Herr Lamont lässt sich entschuldigen, er wird nicht kommen. Und? Warum? Er lässt ihn ausrichten, dass er aufgrund ihres Verhaltens beim Wettbewerb davon Abstand nimmt, ihm eine Stelle in seinem Unternehmen anzubieten. Bringen Sie mir einen Brunello. Sehr gern. Aufgrund meines Verhaltens beim Wettbewerb. Idiot. Ich will keine ganze Flasche. Den servieren wir nur als Flasche. Machen Sie auf, schenken Sie ein, nehmen Sie die Flasche wieder mit und alles ist gut. Ich bringe Ihnen die Weinkarte. Hier geblieben. Na los, machen Sie schon. Wie ich schon sagte... Holen Sie den Geschäftsführer. An offenen Weinen... Den Geschäftsführer. Der Geschäftsführer wird Ihnen nichts anderes sagen. Guten Abend. Vielleicht kann ich behilflich sein. Sie ist inkompetent und unverschämt. Schmeißen Sie sie raus. Ich hab nur... Was auch immer das Problem ist, ich bin sicher, wir können es lösen. Ein Glas Brunello. Und schaffen Sie mir diese Person vom Hals. Steht er auf der Liste mit den offenen Weinen? Nein. Halt endlich, deine dumme Klappe! Entschuldigung, mein Herr, aber so ein Verhalten ist dem Fürstenhof nicht erwünscht. Wie bitte? Wenn Sie das Restaurant bitte verlassen würden? Sagen Sie mal, haben Sie sie noch alle? Marie, rufen Sie bitte den Sicherheitsdienst. Schon gut. Ich gehe ja schon. Auf Wiedersehen. Wir haben hier gar keinen Sicherheitsdienst. Das weiß der doch nicht. Danke. Keine Ursache. Übrigens, ich habe Ihr Konzept gelesen. Und bis auf ein paar Rechtschreibfehler hat es mir sehr gut gefallen. Auf gute Zusammenarbeit? Auf gute Zusammenarbeit. Wie geht's dir? Gut. Ich habe gerade eine Glühbirne ausgewechselt. Ich muss mich bei dir bedanken. Für die Glühbirne.
Ohne dich würde Laura mich jetzt für immer hassen. Das ist schon okay. Vielleicht bist doch du der richtige Mann für sie. Hm? Ja, ist schon doof, dass wir sie beide lieben. Wäre wesentlich leichter, wenn ich dich nicht ausstehen könnte. Wem sagst du das? Wir sehen uns. Guten Abend. Anna. Morgen, Helen. Das ist aber ein schöner Strauß. Danke. Für Laura. Für was? Kaffee kochen, Semmeln schmieren, also. Oh, Semmeln muss ich noch besorgen. Sag mal, hat sich zwischen euch was verändert? Sie hat diesen Wettbewerb gewonnen. Dann geht sie also nach Brüssel. Ja, sieht so aus. Und das heißt? Für uns, meinst du? Keine Ahnung, also das letzte Wort ist da wohl noch nicht gesprochen. Was denn? Du lässt dich von ihr komplett zum Idioten machen. Sie macht sich die Entscheidung eben nicht leicht, sowas muss man respektieren. Entschuldige, es ist ja auch nicht meine Sache. Wenn sie schon mit einem von uns beiden weggeht, wärst du dann lieber, das wäre Alexander, der Vater deines Babys? Natürlich nicht. Helen, wünsch mir einfach Glück. Das tue ich, ja. Gut. Danke. Guten Morgen, Frau Saalfeld. Morgen. Was darf ich Ihnen bringen? Marie, ich hoffe, Sie sind mir nicht mehr böse wegen Felix und der Stille. Bin ich nicht. Das freut mich. Ich muss sagen, Ihr Sohn scheint echt nett zu sein. Ich hätte einen schlechteren Chef bekommen können. Morgen. Morgen. Meinen Sie, es ist möglich, dass er mich bedient? Ich glaube schon. Danke. Herr Tarasch? Ja? Mir geht's nicht so gut. Mein Kreislauf spinnt ein bisschen. Möchten Sie nach Hause gehen? Nein, nein, in meinem Spind, da habe ich Tropfen. Mit denen geht's dann wieder. Sind Sie sicher? Könnten Sie vielleicht bitte den Service an Tisch 3 übernehmen? Natürlich. Vielen Dank. Keine Ursache. Guten Morgen, Frau Seinfeld. Guten Morgen. Sie möchten frühstücken? Ich freue mich, dass du dich für den Fürstenhof entschieden hast. Ja, es ist eine schöne Herausforderung. Ein erstklassiges Haus. Ja, willst du dich nicht einen Moment zu mir ersetzen? Ich bin im Dienst. Oh, schade. Frau Seinfeld, ich ahne, was in Ihnen vorgeht. Aber ich möchte einfach alle mal klarstellen, Sie sind eine Fremde für mich und Sie werden es immer bleiben. Es tut mir leid. Aber bitte akzeptieren Sie das. Möchten Sie Tee oder Kaffee? Tee. Gerne. Den Rest Ihrer Bestellung nehme ich gleich auf. Ja. Laura, nur du kannst dieses Chaos auflösen. Also. Eine Entscheidung. Jetzt. Mit wem willst du zusammen sein? Sag es uns. Okay, wollt jetzt was hören, ja? Ja. Ich will überhaupt keinen von euch beiden. Wenn ich diesen Wettbewerb gewinne, dann gehe ich nach Brüssel. Und zwar alleine.
Ist der schön. Deswegen passt er so gut zu dir. Warte, ich helfe dir. Hast du deinen Sieg überhaupt schon gebührend gefeiert? Wann ist es denn soweit? Weißt du schon, wann du umziehen wirst? So in 2 bis 3 Monaten werde ich anfangen. Ja, vielleicht ist es wirklich das Beste, wenn du alles hinter dir lässt. Aber ich will keinen Druck machen. Aber ein Wort von dir und ich lasse ja alles stehen und liegen und komme mit. Warum hast du immer Verständnis für mich? Es ist so leicht, Verständnis zu haben, wenn man jemanden liebt. Gregor. Ja. Du und ich, wir beide, es geht nicht. Er ist der Mann meines Lebens. Was machen Sie da? Nichts, ich wollte nur was gucken hier. Das ist die schönste Hütte der Welt. Ich war nirgends so glücklich wie hier. Das werden wir wieder sein, Laura. Versprochen. Ich glaube nicht, dass Alexander heute noch mal im Hotel auftaucht. Das geht aber nicht. Er weiß doch, was wir zu tun haben. Tja, es gibt halt auch noch was Wichtigeres im Leben. Ja. Wie schön, dass Sie mal wieder mehr wissen als ich. Keiner der Insassen hat den Absturz überlebt. Sind Sie sicher?